So, wir machen weiter mit unserem Let's Play. Mit China und mit Yonglu eine Runde weiter. Nein, erstmal produzieren. Wir haben jetzt... wir hatten eingestellt, wir wollten die Politikkarten noch durchgucken. Die nächste Forschung dauert nur eine Runde. Ich weiß, was wir machen können. Wir nehmen für eine Runde die Karte rein, dass Handwerker extra Aktionen haben und kaufen uns hier im Süden, in den Städten, die es nötig haben, einen Handwerker, zwei Handwerker. Das ist eine sehr gute Idee. Das machen wir. Wie teuer ist es, einen Handwerker zu kaufen? 700 Gold. Können wir binnen einer Runde zwei kaufen. Also jetzt und einen nach dem nächsten Rundenwechsel. Oder wir machen es, wir nehmen, ja, oder wir lassen eventuell noch eine Runde weiter drin, bis der Kolonismus da ist. Das heißt, wir gehen rein mit der... Wie sieht es aus mit den Annehmlichkeiten und der Zufriedenheit bei uns? Alle sind zufrieden. Ja, und teilweise sogar zufriedener, als sie sein müssten. Eine Annehmlichkeit teilweise zu viel. Wir könnten sogar noch irgendwas rausnehmen. Zwischenzeitlich. Wir könnten eventuell... Wir haben nicht viele Städte mit Bezirk. Die republikanisches Vermächtniskarte rausnehmen. Für eine Runde zumindest, ne? Die nehmen wir raus. Der Liberalismus ist Quatsch. Wir nehmen alles mal raus, testweise. Wir nehmen rein die Karte, die Handwerkerkarte hier rein. Die ist drin die ganze Zeit. Die hatte ich die ganze Zeit drin gehabt. Das habe ich völlig, völlig übersehen. Dann hätten wir, dann können wir auch die Produktion noch weiterlaufen lassen für zwei Runden. Wir hatten noch zwei Handwerker rausgenommen irgendwo in der Produktion, ne? Wo war denn das nochmal? Ich hatte irgendwo gesagt, nee, da. Den können wir dann noch einmal vorziehen. Und da war noch irgendeine Stadt, wo ich das nochmal machen wollte. War das hier unten? Das hier, ne? Drei Runden ist der angebaut. Nee. Hier, da eine Runde. Die beiden ziehen wir vor. Wir können sogar trödeln, das drei Runden machen und hier noch einen für unten bauen, mal schnell. Das für drei Runden. Hier entsteht das im Wohnviertel. Handwerker 6. Hier unten, das ist eine super produktionsreiche Stadt. Hier können wir auch einen Handwerker in 4. Okay, wir machen das. Wir können ja nicht immer nur kaufen. Und zwei kaufen wir. Also Handwerkerkarte bleibt drin. Dann könnten wir ja alles so lassen, oder? Wir könnten eine der Annehmlichkeitenkarten rausnehmen. Gibt es irgendeine Karte? Also die fliegt raus, das ist klar. Wir gehen wieder rein, Mitte der erst. Mehr Gold durch Gesandte. Mehr Einflusspunkte. Wir lassen mal das republikanische Vermächtnis drin. Oder wir gehen in... Wir testen mal für eine Runde, wie viel Geld mehr es gibt. Im Augenblick haben wir plus 364. Wir testen mal, wie viel Geld es für eine Runde bringt, wenn wir das merkantile Vermächtnis hier reinnehmen. Ob uns das umbläst, wie viel ist das? Das hätte ich echt gerne gewusst. Weil das könnte verblüffend viel bei uns sein, weil wir so viele Städte mit 10 Bürgern und mehr haben. Da generiert hier jeder Bürger 2 Gold. Das hätte ich echt gerne mal rausbekommen. Die Gesandten haben wir doch gerade schon verteilt. Ja, habe ich doch gerade gemacht. Alles klar. So machen wir das. Alles klar. So wird es jetzt gemacht. Und eine Runde weiter. Achtung, 364 Gold im Plus. 373. Danke. Also okay, jetzt haben wir es rausbekommen. Nee, muss nicht sein.
Kornspeicher ist da. Jetzt fangen wir mit den Händlern an hier. Hafen für mehr Wohnraum. Ja, brauchen wir noch nicht. Wir haben 11, wir haben 16 Wohnraum hier. Wir machen mal den Händler. Da steht ein toller Campus. Da steht ein schöner Campus. Hier kann man noch rübergehen und arbeiten. Hier ist ein Projekt im Bau. Wohnraum. Ja, geht so. Bauernhöfe, Bauernhöfe und Bauernhöfe bauen wir. Einen lassen wir mal für Reparaturen hier. Der geht Richtung runter. Ein erster Händler. Unser allererste Handelsroute. Und im Augenblick, und wir hatten eine Handelsroute, kann uns Nahrung geben und Produktion. Was ist das Ziel für unsere Handelsrouten? Das innenpolitische Ziel. Wir wollen ja nachher das mit dem Kommunismus koppeln. Was ist die Stadt, die bei uns am meisten Erträge bringt? Wütendes Herz. Wütendes Herz bringt die meisten. 3 Nahrung, 2 Produktion. Das sind nach Zielstätten hier sortiert. Richtung Wütendes Herz. Wütendes Herz ist die Stadt, die im Zentrum, im Norden und da ganz im Westen liegt. Ja, ich weiß nicht, ob ein Wohnviertel auch noch das als Ziel in einer Stadt auch noch dafür sorgt, dass hier mehr Nahrung entsteht durch einen Händler, der dorthin fletzt. Nee, ist nicht der Fall. Sonst stünde das hier rechts. Okay. Gilt anscheinend nur für Spezialdistrikte. Und wir hatten uns überlegt, perspektivisch wollten wir den hier, den verbessern, den Magnus. Mit einem Gouverneurstitel, wir wollten dem Überschusslogistik geben, damit alle Handelswege, die er enden, 2 Nahrung mehr bringen. Das war der Plan. Der nächste Gouverneurstitel kommt wann rein? Oh, das dauert noch. Mobilisierung hier vorne. Können wir mittlerweile ein neues Gebäude bauen im Regierungsplatz? Das gibt uns auch einen Gouverneurstitel mehr. Regierungsplatz ist hier vorne gebaut, gehört aber zu Wütendes Herz. Ja, dauert 20 Runden. Welches wir bauen, ist eigentlich egal. Mir geht es nur um den Gouverneurstitel. Würde ich aber im Moment noch nicht machen. Also falls wir uns die Option auf einen Forschungssieg freischalten, ist natürlich Royal Society Pflicht. Also Kultursieg sehe ich jetzt gerade nicht, weil wir haben zwar viel Kultur, aber keinen einzigen Theaterplatz, da bräuchten wir deren viele im Augenblick. Wir haben auch nicht viel Anziehungskraft, können also auch nicht setzen auf Seebäder und auf Nationalparks. Also Kultursieg sehe ich echt nicht. Glaubenssieg geht nicht, Religionssieg, weil wir keine Religion gegründet haben. Punktesieg auf Gottheit ist eine Illusion, weil die KI früher fertig wird mit einer eigenen Regierungsform. Herrschaftssieg sehe ich auch nicht, weil wir mit allen Allianzen haben, bleiben realistischerweise übrig, Diplomatiesieg oder Forschungssieg. Und wenn wir das Eisen Forschungssieg im Feuer halten wollen, dann brauchen wir die Royal Society, das ist klar. Ja, man kann das Nahrungsprojekt natürlich auch boosten mit der Royal Society. Zwergelstern fragt danach, das bringt uns nur null. Bringt uns gar nichts. Weil das Nahrungsprojekt ist ja eines, das jede Runde Erträge gibt. Und die Rundenerträge, die man bekommt, hängen davon ab. Ach so, du meinst, ob man dann einen extra Nahrungsboost bekommt? Ich habe keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Wenn ja, wäre das eine Nahrungsgranate. Man kann das mal per. Also, wir ziehen den Bau eh durch. Wir können das mal per abspeichern und mal durchführen, überprüfen. Ich weiß es nicht. Ich kann es ja beim besten Willen nicht sagen. Also, aufgrund der Beschreibung, ich spiele 50-50. Keine Ahnung.
Ob das, ne? Also es bringt uns dem Ende des Projektes auf jeden Fall näher, nur die Belohnung bekommt man halt nicht durch das, auf die wir es hier abzielen, die Nahrungserträge, nicht erst bei Beendigung des Projektes, sondern auf dem Weg dorthin. Und ob das dabei hilft, weiß ich nicht. Ich kann es nicht sagen. Ja, aber Royal Society sowieso, aber im Augenblick noch nicht, weil im Augenblick haben andere Sachen hier Priorität. Gute Besserung an Psycho Sisoi. Liebe Grüße, gute Besserung. Litti, danke an dich fürs vierte Abo. Liebe Grüße an Punisher, danke dir ganz herzlich. Liebe Grüße fürs 26. Abo. Ganz, ganz liebe Grüße hier. Oh, just one more sub, ja, danke dir. Mauch, danke fürs neunte. Also, Gewürnüstel dauern noch eine ganze Weile. Wir waren bei der Frage, wohin mit der Handelsroute. Wir haben auch noch ein anderes potenzielles Ziel. Wir hatten uns nämlich auch noch überlegt, dass wir boosten wollten, die Liang dahingehend Fischzuchten bauen zu können. Die sind allerdings nur dann richtig spannend. Richtig spannend, so wenn sie auch Gouverneurin ist in der Stadt. Dann gibt es hier auch eine Produktionsmehr, sonst geben sie nur einen halben Wohnraumpunkt mehr. Aber der ist für uns relevant, weil wir auf große Bevölkerungszahlen spielen. Wenn die Stadt erstmal riesige Bevölkerungszahlen hat, ne? Dadurch, dann geben die alle höhere Erträge. Also das ist ausnahmsweise mal sehr spannend, die zu befördern. Beides können wir nicht machen. Also was passiert denn, wenn wir einen Händler hinschicken runter nach Elfendschungel? Was ist das, der Basisertrag Richtung Elfendschungel? Eine Nahrung, eine Produktion. Das ist wenig. Wütendes Herz, drei Nahrung, zwei Produktion. Also sollte Magnus irgendwann befördert sein, dann wäre das drei Nahrung und eine Produktion statt einer Nahrung und eine Produktion. Wenn der Hafen vorher fertig wird, wird es natürlich noch mal mehr. Und so bricht kein Zacken aus der Krone, erstmal eine Stadt oben zu boosten. Nur, die Städte hier oben müssen nicht unterstützt werden. Die sind auch ohne Handelsroute gut. Wir bräuchten eine kleine Stadt im Süden, die wenig Nahrung und wenig Produktion hat und die tolle Wohnraumperspektiven hat. Das könnte eigentlich Sumpfleichen sein, weil Sumpfleichen hat ja Wasser. Und wir haben, ne, Wasser, also Trinkwasser hier, deshalb Wohnraum so schon bei 7, auch durch den Kornspeicher. Und wir haben 1, 2, 3 Felder, wo man Bauernhöfen auf Ressourcen setzen kann. Wir könnten noch mehr Bauernhöfe hier hinsetzen. Also hier kommen wir auch ohne einen Hafen und ohne ein Wohnviertel locker auf die 10. Vorausgesetzt, wir haben schöne Nahrungserträge. Die Produktionserträge anstatt sehr gering mit plus 4 und es gibt hier mehr Nahrung. Wir schicken auf jeden Fall den Händler schon mal runter Richtung Sumpfleichen. Das lohnt sich richtig. Hier wollten wir einen Handwerker kaufen. Mit dem Gold. Wir kaufen einen Handwerker. Grüße an Jakob. Ich habe es gestern Sonntag schon mal gesagt, ich will hol's gerne. Gib dem Led Metallica, dem Jakob, mal bitte alle Blumensträuße, die er findet. Der hat gerade privat eine schwere Zeit und wünscht ihm alles Gute und dass es ihm bald viel, viel besser geht als im Augenblick. Der freut sich sehr drüber und ihr habt eine gute Tat gemacht. Und er kann es echt gebrauchen. Von uns allen mal Blumensträuße und die besten Wünsche. Für dich. Von uns. Ja. Nächster Bürger wo? Hier einmal reparieren, bitte. Einmal hier vorne hin. Alles für dich. Bitte alles schön einsammeln. Sind viele, ich weiß. Musst du durch. So, zwei Aktionen hier.
Erstmal reparieren. Geht so viel kaputt? Achso, während er hier im Ausbruch ist, warten wir noch ein bisschen ab. Und da kommt eine Galeere. Die können wir killen. Hier vorne war ein Panzerschiff. Das Problem war, das Panzerschiff ist gerade hier gespawnt. Wir haben keine Stadtmauer hier. Doof. Und auch keine Einheit da. Auch doof. Hier spawnen halt andere Schiffe. Das ist echt fies. Wie gut, dass wir hier gerade jemanden haben, den wir bewachen. Wir könnten mit den Freibeutern aus der Stadt herausschießen. Das könnten wir machen. Der Stahl kommt bald, also ist im Chat. Dann haben wir automatisch die besten Stadtmauern, die gibt. Die hätten wir in 5 Runden. Könnten wir auch vorziehen. Aber das bringt uns so viel Booster an Nahrung in so vielen, in 3 oder 4 unseren Städten. Ist sehr verlockend. Und alle Sägewerke mit Produktion. Leute, wir ziehen das hier durch. Wir ziehen den Stahl durch. Haben wir überall Topmauern. Ja, die Galeere können. Ist eigentlich egal, aber also wir bekommen nicht nennenswert XP, weil wir haben schon eine Beförderung, wir bekommen nur eine Erfahrung mehr. Ich würde es trotzdem machen, denn die kann bei uns auch nur störend sein. Nur wir haben hier gesiedelt, sonst keiner. Und wieder eine Runde weiter, eine Einheit getötet. Ein Freibeuter AD hier. Punkteorientierter Wettkampf, den wir nie und nimmer gewinnen können. Barbaren. Hier rebelliert eine Stadt. Und fällt vermutlich an wen? An uns nicht. An uns auf jeden Fall nicht. Diplomatie-Sieg, 2 Zeitalterpunkte. Drei Diplomatie-Siegpunkte. Wir haben auch für den Weltkongress einbekommen. Deshalb haben wir jetzt 10. 20 braucht man, dann hat man gewonnen. Die letzten sind die schwersten. Ein zweiter. Wie gut, dass wir übrigens die Gunst eben nicht ausgegeben hatten. Ich habe halt zu Beginn der Partie immer haufenweise Gunst verramscht. Das haben wir zuletzt nicht gemacht. Schon mit Blick auf einen möglichen Diplomatie-Sieg. Den oder Forschungssieg streben wir an. Wir könnten mal schauen, ob wir Pferdeverkaufte bekommen. Das sollte allerdings nicht gehen. Ich glaube, der Seideverkauf. Ich glaube, wir können nochmal Seide verkaufen. Ich glaube, da hatten wir einen Deal und der ist ausgelaufen. Ich glaube, wir können mit Hu. Hu wird hier, glaube ich, ausgesprochen. Hu Se. Hu Se Tion, das ist die hier. Mit ihr sollten wir, ich glaube, da ist gerade ein Seidedeal ausgelaufen. Nee, noch nicht, das wird nächste Runde sein. Doppelt Jade, das ist zu wenig. T hat sie selber. Das ist mir zu wenig. Das 270. Oh, sie hat plötzlich so viel Geld. Normalerweise ist sie immer blank. Sehr schön, sehr, sehr schön. Das wären ungerechnet, das wären so 7 Gold etwa. Ne, es würde etwa 10 Gold pro Runde entsprechen. Weil einmalige Beträge sind immer niedriger als Ganze. Also, das wäre eine Option. Das könnte man machen. Würde etwa 300 Gold umgerechnet in 30 Runden, also etwa 10 bis 11 Gold entsprechen. Das wäre eine schöne Geschichte. Das wäre eine sehr schöne Geschichte. Über Zeit. Mhm. Dann verkaufen wir erst ihr hier. Der Kollegin hier vorne. Das, was sie braucht. Eins von beiden. 217 T für 217 Gold. Die hat nur noch 3 Städtchen.
Und dann sprechen wir bei Gandhi vor. Er bekommt unser Jade. Unsere Jade. Feldkanonen haben wir keinen, nein. Und wieder eine Runde weiter. Salz brauchen wir, nein. Salz haben wir schon. Wir haben die Agenda Aufhetzer erfüllt. Das ist ein sehr zweifelhaftes Kompliment, aber ich nehme alles entgegen. Bei der Diplomatie gibt es zwei Arten von Problemen, kleine und große. Die kleinen lösen sich irgendwann von selbst und die großen lassen sich nicht lösen. Einer unserer Handwerker ist nach zwei Runden im Bau. Wir haben eine Handwerkerkarte drin. Das dauert hier eine Runde. Wir könnten mal vor einer Runde was anderes anforschen. Das könnte sein die Mobilisierung für einen weiteren Gouverneurstitel. Ein weiterer Handwerker. Erkundung bitte. Erkundung. Da ist unser Handwerker. Wohnraum wird jetzt schon benötigt. Wir könnten für eine Runde... Wir hatten noch keinen Hafen platziert, ne? Tolle Felder gibt es da keine für. Könnten höchstens hier die Fischressource kaputt machen. Da habe ich im Augenblick keinen Bock drauf. Doch ein dringender demnächst Wohnraum. Notfalls kann man sich auch eine Kanalisation kaufen, aber ein bisschen Geld kostet das. Die Wassermühle wäre eine Alternative. Die könnten wir mal anfangen zu bauen. Für eine Runde, weil im Augenblick ist... Ach komm, ich bin mal wieder am Min-Maxen auf Teufel komm raus. Das ist der Händler. Also das meiste im Augenblick geht Richtung wütendes Herz. Das würde ich auch machen. Einmal hin, einmal zurück. Sind wir lang unterwegs, bindet uns, aber wir wissen nicht, ob wir Magnus befördern und wann wir ihn befördern. Ich würde das hier machen. 3, 2, einmal rauf. Ein Sägewerk. Ein Siedler hier nach unten runter, bitte. Ja, einmal Feuer frei. Einmal weg. Das ist riskant. Ich würde gerne einen, ich hätte gerne einen Freibeuter hier oben, um zu schießen oder wie auch immer. Aber jetzt Priorität hat erstmal der Geleitschutz für den Siedler mit der Karawelle. Deshalb bleiben die hier erstmal nebeneinander stehen. Vulkan bricht nicht mehr aus. Dann können wir mal hier reparieren. Ob es die Nahrung vom Handelsweg noch etwas bringt wegen des laufenden Projektes? Die Frage verstehe ich nicht, Kaleppo. Tut mir leid. Decken alles Mögliche auf. Fahren die Küste einmal ab. Neugierig, wie wir sind. Vielleicht finden wir einen neuen Stadtstaat oder was auch immer. Und eine Runde weiter. Wir haben ein kleines Barbarenproblem. Eine Runde wollten wir ja anforschen, der Rest sollte so bleiben. Achso, wir hatten gesagt, die Mercantiles Vermächtniskarte, die hatte uns so gut wie nichts gebracht. Die wollten wir rausschmeißen. Jetzt gucken wir mal, wenn wir die rausschmeißen, die 388, und stattdessen reinnehmen, die Gesandtenkarte, Handelskonföderation. Was das als Unterschied hier ausmacht, bitte. Annehmlichkeiten-Check vorher. Alle zufrieden, knapp, ja. Ein
Einmal die Handelskonföderation und gucken, was passiert. »396. Ein bisschen mehr. So, das war... Alle fünf Allianzen haben wir hier. Mit ihm können wir jetzt aber eine Freundschaft abschließen. Allianz nicht, weil man kann nur mit fünf reichen Allianzen machen. Es gibt fünf Typen von Allianzen. Mit jedem kann man mit einer Fraktion jeweils machen. Aber wir sprechen mal vor. Fragen, ob Freundschaft möglich sei. Ja, sehr schön. Freut mich sehr. Best Buddy hier. 7 Städte, die 6 plus die Hauptstadt. Wir haben ein paar mehr. Und wieder raus und weiter. Eine Runde weiter. Hier sind wir. Eine Aktion, den wollte ich ja zwischenlagern, als jemand, der Reparaturen macht. Mittlerweile haben wir 268 Forschung. Wir liegen mittlerweile deutlich vorne. Bei den Produktionspunkten pro Runde. Ich hatte darüber geredet, eventuell Option Forschungssieg, wobei eins klar sein muss. Die Grundlage für den Forschungssieg ist eine doppelte. Die eine Voraussetzung ist viele Forschungspunkte. Also früh zum Raumhafen kommen und zu den anderen Sachen, durch die man dann die Forschung beschleunigen kann und die Projekte beschleunigen kann. Aber die zweite Grundlage ist eigentlich ein stabiles industrielles Fundament. Das ist die Voraussetzung dafür, den Forschungssieg auch umzusetzen dann. Weil die Projekte sehr viel Produktion brauchen, weil Raumhäfen teuer im Bau sind und aufwendig. Und diese Voraussetzung haben wir bislang 0,0 geschaffen, denn wir haben bislang, ich glaube, in Worten, in Ziffern, in Zahlen, Fingern abzählen, ich glaube 0 Industriebezirke. 0 ist wenig, ja. Ich glaube, wir haben noch keines gebaut. Eines hatten wir hier vor. Insofern bin ich sehr gespannt, wie es weitergeht.